Hallo Leute, herzlich willkommen bei TrekPoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung, und zwar mit der Ausgabe 98, wie ihr sehen könnt. Mit einem Schiff der Föderation aus einer alternativen Zeitlinie. Besser gesagt, aus der letzten Voyager-Episode, das Endspiel. Wir sehen hier die USS Rhodes Island, NCC 72701. Ein Schiff der Nova-Klasse im Dienst 25. Jahrhunderts, Länge 221,74 Meter, Anzahl der Decks 8. Die Nova-Klasse sahen wir ja schon viel früher bei Star Trek Voyager, in der Episode Equinox. Und im Endspiel ist es ja so, dass unser Admiral Janeway eine Zeitreise macht und da wird die Rhode Island hingeschickt unter dem Kommando von Captain Harry Kim, um die gute Admiral Janeway aufzuhalten. Nun, da aber danach die Entwicklungen anders waren, ist es hier, ich sag mal, unter der Kategorie alternative Zeitlinie einzuordnen. Wobei ich das schon recht gelungen finde vom Design her. Aber gut, schauen wir uns mal das an. USS Rhode Island. Registrierung NCC 72701, Klasse Nova, im Dienst 24. Jahrhundert. Länge 221,74 Meter. Besatzung 80, Höchstgeschwindigkeit Warp 8. Bewaffnung Typ 10B Phaser, Photon-Torpedos und Kommandant Harry Kim. Ja, hier hat er endlich mal seine verdiente Beförderung bekommen. Grundsätzlich, ich finde es witzig, auch bei Conventions sollen die Star Trek-Fans Garrett Wang immer einen Stern mitgeben, einen Rangpin, da er in Star Trek Voyager niemals befördert worden war. Das ist der Klassiker. Und hier wieder mal coolen CGI. Die Rhode Island kam aus einer alternativen zukünftigen Zeitlinie und endete dem der regulären Nova-Klasse. Ja, dazu gleich mehr. Hier sehen wir den guten Harry Kim, den Captain und Admiral Janeway, was ich auch richtig genial fand und eine Verbindung auch zu TNG, zu den alten Star Trek-Serien, sind diese Uniformen hier. Denn im 25. Jahrhundert hatten sie diese Uniformen und Kommunikatoren. Sah man ja auch zum Teil bei Star Trek Deep Space Nine. Und alle Episoden bei Alt Trek, was jetzt in Richtung 25. Jahrhundert ging, haben diese Uniformen hier gehabt. Die sah man zuerst in der Episode von TNG, in der letzten, mit dem Titel Gestern, Heute, Morgen. Coole Sache. Oh, sieht das sehr cool aus von hinten. Von der Schokoladenseite. Und hier sehen wir den Captain Kim mit Captain Janeways Shuttle und der Rhode Island, die später gegen einen Nekva-Kampfkreuzer kämpft. Fand ich auch genial gemacht. Denn zu Star Trek Deep Space Nine Zeiten gab es wirklich nur ein einziges Nekva-Kampfschiff. Das war ein Prototyp und Flaggschiff der Klingonen. Und später, im 25. Jahrhundert, haben sie diese Schiffe gebaut. Also selbst im Dominionkrieg hatte das klingonische Imperium nur ein Schiff, die Nekva, ja klasse. Hier Datenstrom. In der alternativen Zeitlinie erreichte die Voyager die Erde 16 Jahre später als in der normalen Zeitlinie. Diese Jahre kam die Besatzung teuer zu stehen, zu dem 22 weitere Opfer zählten Seven of Nine, die in Chakotays Armen starb. Sie hatten geheiratet. Nach ihrem Tod war er nie mehr derselbe und starb kurz nach Erreichen der Erde. Auch Tuvok litt unter einem verspäteten Rückkehr. Wegen einer degenerativen neurologischen Krankheit musste er sein restlichen Leben in einer psychiatrischen Anstalt verbringen. Ja, das ist hart, der gute Tuvok. Hier haben wir Raumschiffe der Nova-Klasse wie die Equinox aus der normalen Zeitlinie waren in der Regel nicht mit starken Waffen ausgestattet, weil sie als Kurzstreckenforschungsschiffe konzipiert waren und vorrangig über zahlreiche Sensoren verfügten. Ihre Bewaffnung bestand lediglich aus Typ 10B Phaser und einer Handvoll Photon-Torpedorampen. Die Rhode Island hingegen schien über wesentlich durchsetzungskräftigere Waffen zu verfügen. Dies lag vermutlich an der Anti-Borg-Technologie, die die Voyager-Besatzung während ihrer Rückreise aus dem Delta-Quadranten entwickelte und die anschließend andere Sternflottenraumschiffen zugute kamen. In der normalen Zeitlinie hatte ein Raumschiff der Nova-Klasse praktisch keine Chance, sich gegen zwei klingonische Kriegsschiffe der Nekva-Typs durchzusetzen. Harry Kims Rhode Island schien aber keinerlei Probleme damit zu haben, selbst als sie Korras Kriegsschiff stellten. Tatsächlich konnte die Durchschlagskraft der Rhode Island die großen klingonischen Raumschiffe relativ leicht im Schach halten.
was auf eine erheblich verbesserte Bewaffnung im Vergleich zu ihren Gegenstücken aus der normalen Zeit in ihr hinwies. Ja, man kann schon sagen, dass die Voyager die Föderation technologisch weiter vorwärts gebracht hat. Und da ergibt es auch Sinn, dass die Rhode Island modernisiert wurde, beziehungsweise die Nova-Klasse generell. Die Nova-Klasse sollte ja ursprünglich die Oberth-Klasse ersetzen. Die ist schon mittlerweile zu alt geworden, selbst für Sternflottenverhältnisse, für Star Trek-Universum-Verhältnisse. Aber aufgrund des Dominion-Krieges wurde die Produktion dieses Schiffes zurückgefahren und mehr militaristische Schiffe eingesetzt. Und es ergibt absolut Sinn, dass man nach dem Dominion-Krieg, wo es wieder ein bisschen friedlicher wird, auch mal ein bisschen mehr in Forschung investiert. Ganz Sternflotten-like. Hier Datenstrom. Es ist davon auszugehen, dass die meisten internen Systeme der Rhode Island an den gleichen Positionen untergebracht waren wie bei den Raumschiffen der Nova-Klasse aus der normalen Zeitlinie. Dies würde bedeuten, dass der Hauptdeflektor von Deck 6 bis Deck 7 reichte und der senkrecht eingebaute Warpkern sich über die Decks 5 bis 8 erstreckten. Ja, ergibt absolut Sinn. Ich muss sagen, ich mag das Design der Nova-Klasse nicht wirklich. Es ist okay, ist aber nichts Besonderes. Künstlicher Doktor. Die Rhode Island verfügte wahrscheinlich über ein medizinisch-holographisches Notfallprogramm, sowie die Schiffe der Nova-Klasse aus der normalen Zeitlinie, die hier als Vorlage dienten. Zunehmendes Alter. Harry Kim wurde im Jahr 2349 geboren, was bedeutet, dass er 2404, als er ein Kommandant der Rhode Island wurde, 55 Jahre alt sein musste. Kate Mulgrew erwähnte in einem Interview, dass Admiral Janeway während der Ereignisse von Endspiel 76 Jahre alt war. Also 55 Jahre alt ist eigentlich okay. Also dafür hat der Harry, dafür, dass er lange nicht befördert wurde, relativ schnell der Karriereleiter sich hochgearbeitet. Und 55 ist okay. Aber klar, die wirklich guten Captains schaffen das schon mit, ich sag mal, Mitte 30 oder sogar Anfang 30, siehe Kirk, oder sogar 28, Dryla Scott. Denn man darf hier nicht vergessen, nur die wenigsten werden zum Admiral oder zum Captain in der Sternflotte. Immerhin geehrt. Der Namensgeber für die Rhode Island war der US-amerikanische Bundesstaat. Laut Larry Nemec, dem Star Trek-Drehbuchautor und Fan, wurde der Name als Insiderwitz eingebaut. Harry Kim bekam endlich sein eigenes Schiff, aber es ist nach dem kleinsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten benannt. Ja, mein Gott. Was habt ihr alle gegen den guten Harry? Ich mag ihn. Und hier das Design der Rhode Island. Die Rhode Island war ein Umbau der Equinox und wäre ohne den Einsatz des CGI-Supervisors Robert Bonchun vermutlich nie entstanden. Ja, den Robert Bonchun kennen wir als Trekkies, zumindest die meisten von uns. Er ist auch Namensgeber an Schiff der Nebula-Klasse, die USS Bonchun. Ja, Einblick in Unimatic Zero. Ein Gespräch mit den Machern von Star Trek Voyager über die Arbeit an Unimatic Zero und die Herausforderungen des Borg-Zweiteilers. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Unimatic Zero. Wir sehen hier Borg-Drohnen, die enthauptet wurden. Es ist schon relativ brutal für eine Fernsehserie und auch für Star Trek. Hier sehen wir die gute Borg-Königin. Zuerst gespielt bei Star Trek First Contact von Alice Creek und später von Susan Thompson und später wieder von Alice Creek. Es gibt die Theorie, dass es Klone wären, dass sie sich immer tauschen würden. Aber gut, das wurde durch Star Trek Picard revidiert. Wobei, da muss man auch vorsichtig sein. Also es gibt immer mehr Hinweise dazu, dass Star Trek Picard doch nicht vielleicht im selben Universum spielt, wie die alten Star Trek Serien. Und hier auch, was ich überhaupt nicht mag bei Star Trek Voyager. Ich meine, ich mag, dass die Borg da aufgetaucht sind. Alles super. Die Borg sind cool, klasse, ich mag sie. Und man wollte Hype von First Contact mitnehmen. Über Seven hatte man die Möglichkeit, mehr Borg einzuführen. Alles schön und gut. Aber Leute, bitte doch nicht jede fünfte Folge die Borg. Das hat sie sowas von entmystifiziert. Und erst recht hier, Leute. Janeway wird assimiliert, Tuvok wird assimiliert, B'Elanna wird assimiliert. Das habe ich schon damals in meinem Kritikvideo zu The Voyager gesagt. Danach ist da einfach nichts passiert. Die werden wieder umgeändert und sie haben keine Narben, gar nichts. Sowohl körperliche und seelische Natur.
So nach dem Motto, ey, einen Tag später, nachdem du wieder ein normaler Mensch bist, oder Vulkane oder Klingone, je nachdem, was, du hast praktisch dieses Ereignis komplett ignoriert, nicht miterlebt. Ich hätte zumindest mal gern gesehen, dass Janeway, Tuvok und B'Elanna zumindest für 2-3 Episoden vielleicht keine Haare hätten, komplett kahl, bis die Haare wieder nachwachsen. Also, das ärgert mich bei Voyager sehr. Und wenn ich so eine Liste machen müsste mit den 5 schlechtesten Sachen, dann wäre das definitiv ganz oben mit dabei. Hier auch mit dem zentralen Plexus. Was ich aber auch andererseits cool fand, hier wiederum, wir sehen endlich, was die Quelle der Borg ist, was sie miteinander verbindet. Man sah jetzt zum Teil über das Vinculum, was in diese Richtung geht, aber es ist trotzdem hier ein bisschen anders gemacht. Finde ich cool. Und hier, Wissenswertes. Vojin Armstrong, mein Gott, ich kann es nicht aussprechen, spielte in der Star Trek Voyager-Folge Endspiel den Klingon Korath. Die Zuschauer von Star Trek kennen ihn vermutlich am besten als Vizeadmiral Maxwell Forrest in Star Trek Enterprise. Tatsächlich spielte er in 4 Star Trek-Serien 12 verschiedene Charaktere. Er übernahm die Rollen eines Romulaners, eines Borgs, eines Vidianers, eines Kretasianers, eines Chirurgen, 2er Cardassianer, 3er Klingonen und 2er Menschen. Oh ja, unser erstes Auftritt war bei der TNG-Episode in der ersten Staffel Worfs Brüder. Aber generell ein sehr guter Schauspieler und er ist sehr gefragt. Ich mag ihn auch. Hier. Harry Kims Darsteller Garrett Rang trug meist eine goldene Uniform. Doch im Endspiel war es die rote des Kommandooffiziers. Weil er seine zukünftigen Inkarnationen seiner selbst als Captain der Rhode Island spielte. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht über die Karrierechancen und wie es ist mit den Rängen, mit den Uniformen. Da bin ich auch zum Teil darauf eingegangen. Hier, Lieutenant Reginald Barclay, der von Dwight Schultz gespielt wurde, tauchte im Endspiel zu 6. Mal in Star Trek Voyager auf. In Star Trek The Next Generation trat er nur in 5 Folgen auf. Ja, er war eben sehr beliebt bei den Star Trek Fans. Ich meine, ich kannte ihn schon viel früher, ne, das A-Team. Ich warte auf Ihren Bericht, Mr. Broccoli. Barclay. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ja, die Metathesis ist die häufigste Ursache für Aussprachefehler. Eine kleine Verwechslung von Vokalen und Konsonanten und schon wird aus Barclay... Und ich fand den Charakter eigentlich gut, weil der ist nicht ganz so perfekt. Das macht ihn irgendwie realistischer. Und in der nächsten Ausgabe wird es hier ziemlich wieder mal Borg-lastig, wenn wir schon bei dem Borg vorhin waren. Assimilierte Arctic One. Aus der Star Trek Enterprise Episode Staffel 2, Regeneration. Und hier haben wir CGI und jetzt geht's endlich ans Modell. Und hier haben wir sie, die Rhode Island, ein Schiff der Nova-Klasse. Und... Tja, hier sehen wir natürlich die Schriftzüge. USS Rhode Island NCC 72701. Hier mit den Phaser Stripes. Ich mag es schon wieder, diese Sicken und Kanten. Hier die Relays. Gefallen mir hier sehr gut. Hier ist leider leicht angestaubt. Muss immer besser abstauben hier, bevor ich präsentiere. So. Und mir gefällt das. Also es wirkt ziemlich organisch. Die Brückensektion auch hier
ziemlich weichen Übergang. Die Engländer würden sagen, Sleek. Und es fühlt sich sehr gut an. Man hat hier viele Details. Wir haben hier kein Aztec-Pattern. Und es sieht sogar von der Höhlenplattierung her ein bisschen anders aus, von Paintjob her. Ich werde gleich das Schiff hier mit der Equinox vergleichen. Hier haben wir strategisch gut platzierten weiteren Phaser Banks. Und sehr organisch. Man hat also nicht diese Trennung wie bei der Galaxy-Klasse. Es geht in einem Stück hinüber. Und das Schiff wird auch viel kleiner, wie die meisten modernen Schiffe der Sternflotte. Was dann nach der militaristischen Zeit geht, sage ich mal. Ne, nach den Erfahrungen mit den Borg und dem Dominion wurde es schon flacher Richtung, ja, die Feind würde ich sagen. Wobei die Feind schon extremste Situation ist, sage ich mal. Man kann schon sagen, in diesen modernen Schiffen, desto flacher die Schiffe sind, desto militaristischer sind sie, desto hochbauender sie sind, das sind dann Richtung mehr so Forschung. Ausnahme natürlich die Enterprise E zum Beispiel, Sovereign-Klasse. Aber grundsätzlich sieht man ja auch, dass die Föderation, die Sternflotte, sich von dem Halssektionsschiffsdesigns-Muster entfernt. Oh Mann, das war ein ziemlich interessantes Wort, das ich mir gerade erfunden habe. Aber stimmt, glaube ich, so. Naja. Hier die Flügel. Was ich gut finde, keine roten Untermalung, wirklich Plastik. Auch hier die Seiten, das ist tatsächlich Plastik, das ist nicht angemalt. Leuchtet natürlich nicht, aber trotzdem hier auch cool Star Trek-mäßiges, Sternflotten-mäßiges Stripes mit dem Sternflotten-Delta NCC 72701. Schöner Übergang von Flügel her mit dem Laufsteg, was man ja auch dazu sagt. Nochmal strategisch gut platzierte Phaserbanken. Ich muss mal hier abstauben. Was ist denn heute hier los? So staubig ist normalerweise an der Vitrine nicht, da ich öfters mal abstaube. Na, da habe ich aber heute mal nicht aufgepasst, was? Naja. Also von hinten seht ihr auch schon ziemlich elegantes Design. Die Gondeln gefallen mir sehr gut. Ja. Generell grundsätzlich, dass man hier wirklich das mit transparenten Stoffen gemacht und nicht angemalt hat. Die Übergänge sind hier richtig cool. Also ich finde das richtig gut gemacht. Von unten haben wir auch hier unser Warp-Abwurfschacht, den Warp-Kern. Auch hier wieder mal dasselbe Design an Warp-Gondeln, was wir hier oben hatten, geht hier weiter. Auch hier ein ziemlich nice gemachtes Detail. Rhode Island. Mit den Übergängen. Hier wieder mal strategisch gut platzierte Phaserbänke. Hier in dem Bereich. Hier und hier. Hier sehen wir auch wieder mal coole Übergänge. Relays, Phaserbänke. Hier sehen wir auch die Rhode Island. Und wir sehen auch hier übrigens ein Shuttle, das hier wegfliegen konnte. Also so eine Art Yacht des Captains. Cool gemacht. Und Deflektortisch, muss ich sagen, es ist okay, es geht aber besser. Es geht besser, finde ich. Also ich finde, das Design ist okay. Wie gesagt, es ist jetzt nicht mein Lieblingsdesign. Aber ich finde es gut, anders als meine Kamera, die heute ein bisschen rumzickt. Bitte fokussieren. Dankeschön. Ja, doch. Auch Shuttlebucht gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde es cool. Und hier haben wir unser Rhode Island Base mit Stand. Es ist ziemlich simpel gemacht. Und es ist logisch gemacht. Zack, Halssektion wird festgehalten. Kann nicht meckern. Gute Arbeit. Doch vergleichen wir mal dieses Schiff mit der Equinox. Tja, und hier haben wir sie. Die aus der Originalzeitlinie und hier die Rhode Island aus der Alternativen. Man merkt sofort, dass hier die Paint-Arbeit komplett anders ist.
Es ist viel dunkler. Und wenn man in Details guckt, da gibt es schon kleinere Unterschiede. Tja, hier zum Beispiel im direkten Vergleich. Na, was fällt euch auf? Die Rhode Island, wie gesagt, Farbgebung ist anders. Die Brückensektion ist hier höher, hier abgeflacht. Hintere Sektion sieht ein bisschen anders aus. Also ich würde sagen, sogar das ist eine Art Unterart. Das ist eine stark modifizierte Art. Eine Refit-Variante vielleicht der Nova-Klasse. Und sonst an den Stripes der Phaser-Bänke ändert sich nicht viel. Hier in der Sektion haben wir ein bisschen anderes Design. Hier vorne, Sensorenbereich, haben wir definitiv eine Veränderung. Die Warp-Gondeln sind hier wesentlich breiter. Man hat hier kleinere Bussard-Kollektoren. Man hat hier Finnen, Segel hier nicht, bei den Warp-Gondeln. Und auch im direkten Vergleich, wenn ich jetzt vergleiche, wir sehen könnt viel größere Flächen. Hier viel kleiner, zylindrischer. Aber ich muss sagen, hier in durchsichtigen Plastik, Bussard-Kollektoren hier angemalt. Dafür sind aber die Warpfeld-Gitter, sage ich mal, ziemlich cool gemacht. Von hinteren Sektion her, ja. Es ist eigentlich fast identisch, bis auf diese Elemente hier. Und hier im unteren Bereich haben wir sogar vergleichsweise wenig optische Abänderungen. Man hat also hier keine Sicke. Hier ist ein bisschen abgerundeter. Aber Shuttle des Captains oder Yacht des Captains ist immer noch vorhanden. Die Phaser sind genau da platziert, wo sie waren. Deflektortisch ist eigentlich auch dasselbe. Es ist nur anders hier ein bisschen dargestellt. Und von unten haben wir sogar weniger Unterschiede als von oben. Also es ist hauptsächlich wirklich die farbliche Änderungen. Aber sonst alles ist da, was eigentlich auch hier ist. Nur etwas anders farblich designt. Grundsätzlich, ich mag beide Schiffe. Aber ihr könnt mir ja natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, welches der beiden Schiffe findet ihr cooler als Modell gesehen? Also wie findet ihr besser gesagt die Nova-Klasse allgemein? Und vor allem als Modell die Rhode Island, also hier, oder die Equinox. Also ich fand irgendwie die Equinox cooler. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht in Wörtern fassen. Aber doch, es gefällt mir ein bisschen mehr. Doch was kann ich als Abschluss sagen? Nun, ich finde Zeitschrift an sich gut gemacht. Gefällt mir hier sehr gut. Stand gefällt mir hier sehr gut. Das Modell gefällt mir sehr gut. An sich dieses Leuchten hätte man trotzdem ein bisschen über farbmäßiges Bemalen darbringen können. Das ist ein bisschen kleines Manko. Die Warp-Gondeln sind an sich gut, wobei sie jetzt hier minimal vom CGI-Vergleich her ein bisschen größer sind, ähnlich wie bei dem älteren Equinox-Modell. Aber ich finde es okay, es ist solide. Dass du dieses Leuchten hier nicht rüberbringen kannst, ist geschenkt. Ich würde hier sagen, ich gebe in letzter Zeit öfters mal die Note, 4 von 5 Punkten. Weil es einfach gut ist, aber das gewisse Etwas fehlt, deswegen 4 von 5. Aber ich kann nicht meckern. Zumindest kann ich nicht über Stand und Base meckern, diese Ausgabe. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich würde mich wie immer über eine Unterstützung von euch freuen, in Form eines Likes. Mir tut es gut und euch tut es nicht weh. Und euch kostet es auch nichts. Bis zum nächsten Video, Leute. Passt auf euch auf. Lebt lang und erfolgreich.